Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Und ja, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich am Anfang des Ganzen. Wir fahren erstmal. Wird euch gefallen. Wir hören erstmal Amy zu. Das Horizon-Team hat überall Bonustafeln versteckt, die ihr finden und abräumen könnt. Oh. Dafür gibt's ein paar fette EP-Belohnungen und Schnellreisen zum Sonderpreis. Hört sich nach viel Mühe an, aber auch nach viel Spaß. Also, los geht's, ihr Entdecker, holt euch die Tafeln. Und von mir bekommt ihr etwas Musik zum Erkunden auf die Ohren. Das ist nett, aber so Tafeln, fuck. Wo? Das wird schon schwierig, die zu finden, glaube ich. Die sind bestimmt richtig böse versteckt. Wo findet man solche Tafeln? Ha? Das ist wirklich... Also das ist schon... schwierig. Nee, natürlich nicht. Da haben wir direkt eine vor uns. Und deswegen mit einem schönen Burnout klatschen wir den ab. Und hoffentlich war das kein Versehen. Nee. Diese Bonustafeln sind überall beim Horizon Australia versteckt. Ja. Du bekommst eine Belohnung, wenn du sie zerstörst. In diesem Fall war das ein EP-Boost. Ja, wunderbar. Habe ich mir schon gedacht. So, weiter geht's jetzt aber. Wir wollen ein bisschen Action haben. Und deswegen fahren wir zu unserem nächsten Ort. Ja, wir sind in Australien, deswegen Linksverkehr. Nicht wundern, warum wir hier die ganze Zeit auf der falschen Seite des Gesetzes fahren. Beziehungsweise in dem Fall auf der richtigen Seite jetzt. So, aber ich sag's euch jetzt schon, der Linksverkehr, der wird uns so gut wie nicht stören. Ja. Das ist ein Gefahrenschild. Bald vergessen. Unsere Scouts haben diese Gefahrenzonen ausgeschildert und abgesperrt. Zu deiner eigenen Sicherheit. Aber die besten und verrücktesten Stuntsprünge findet man meistens ab vom Kurs. Wie es dir lieber ist. Hui! Ins Lomo! Sehr cool. Alles noch heil, Boss? Ah ja. Ausgezeichnet. Da standen die voll drauf. Ich lasse die Scouts neuer Erfolg. In der Zwischenzeit führe ich mal ein sehr lebhaftes Telefonat mit unserer Versicherung. Ja, besser ist. Ja. Besser ist. Oh, es ist geil. Ja, Drifthandling wurde auch überarbeitet und das macht noch mehr Laune als bereits Hallo, schon im Vorgänger. Boss. Das hier ist ein Rundstreckenrennen. Die Strecke ist asphaltiert, die Rundenzahl festgelegt. Ganz unkompliziert. Ja, dann machen wir das doch. Ja, selbe Kategorie schätze ich mal wieder. Super Saloons machen wir, wählen wir aus. Und dann geht's hier Schlag auf Schlag weiter, ja? Hier direkt in der zweiten Folge dieses Let's Blaze. Ich bin so happy. Das glaubt ihr gar nicht, ey. So, die Landzunge. Rundstreckenrennen. Und da haben wir wieder die Crème de la Crème der Super Saloons am Start. Ja, muss ich sagen, bei den Super Saloons sind auch Coupés mit dabei. Ja. Fähigkeitsketten. Sie wollen schließlich nicht nur, dass du gewinnst. Dein Sieg muss auch Stil haben. Okay. Der hat immer Stil. Wenn ich gewinne, ist das Stil genug. So. Forwards. Ja, guck mal, da ist der Pitwalker auch dabei. Das ist nämlich unser erster Dreimatar, den wir einstellen durften. So. Da habe ich mich verbremst. Oh, ist das nicht einfach hammergeil. Und ja, Churches ist auch wieder dabei, die Band, die uns mit ihren Klängen schon in dem zweiten Teil bereichert hat. Und sind jetzt wieder mit dabei. Ich glaube sogar mit mehreren Songs diesmal. Finde ich sehr cool. So, jetzt haben wir hier Rundstreckenrennen, 3 Runden dürfen wir fahren. An Uhr. Versuchen wir das doch auch mal auf einen guten Platz zu beenden. Ja, ihr seht, wir kriegen wieder Punkte für alles. Nicht nur für stylisches Fahren, sondern auch für alles kaputtfahren. Die Horizon People sind einfach cool drauf. So sieht es nämlich aus. Die finden alles geil, was ich betreibe. So, klingt jetzt ein bisschen selbstverliebt, ne? So, ich finde alles geil. Ja, jetzt gucken wir mal. Markieren wir mal hier den Fünfer. Ja, das ist richtig krass, wie die deutschen Wagen hier voll souverän vertreten sind. Aber ja, wir bauen halt auch die geilsten Saloons, ja. Und Coupés, ja. Eigentlich sind ja auch Coupés dabei. Der Zweigang ist ein bisschen zu niedrig. Dafür können wir jetzt hier schön driften.
Sehr geil. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich so, was wir hier noch alles erleben können. Nicht nur jetzt hier im Zuge des Let's Plays, sondern auch mit den ganzen Multiplayer-Specials und so weiter und so fort. Das wird schon richtig, richtig cool. So. Da geht's ein bisschen weit raus. Ja, die Checkpoints sind jetzt auch ersetzt worden. Im zweiten Teil haben wir ja noch so Rauchfahnen gehabt. Jetzt sind es ja so, keine Ahnung, was das sind, so Luftdinger, ja, die man umchecken kann. Aber ja, finde ich auch nicht schlecht. Wir werden es wahrscheinlich eh wieder schaffen, den einen oder anderen Checkpoint zu verpassen. Wäre nicht so cool, aber möglich wäre es. So, jetzt hängen wir die aber ganz schön ab, hey. Am Anfang dachte ich noch so, ganz schön schwierig hinterher zu kommen. Aber jetzt fahren wir den ganz schön weg hier. Sehr, 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 sehr gut. Damit gewinnen wir das nächste Rennen. Ja, wunderbar. Tschüss. Und EP. Und wir sind Stufe 2. Was ist denn? Durch die Lose kannst du viele Credits oder Autos gewinnen. Manche sogar in einer limitierten Horizon-Edition. Aber die kriege ich leider nicht. Egal, ich kriege aber trotzdem durch VIP sogar doppelt Geld. Das kennen wir schon aus dem zweiten Teil. Hallo Boss. Ich war gerade unten in Byron Bay, aber man kann sich kaum noch bewegen. Da sind überall Leute. Ich glaube, die Zeit ist reif. Wir treffen uns dort, wenn du für die Erweiterung bereit bist. Juhu, wir dürfen unseren Festivalgelände erweitern. Da würde ich mal sagen, dann heizen wir doch da schleunigst hin. Komm besser hierher, Boss. Wir platzen aus allen Nähten. Ja, aber ganz schnell. Ganz schnell eine neue Fläche bauen. So. Machen wir mal ein bisschen in der Cockpit-Sicht, ja. Die Freunde der Cockpit-Sicht sollen ja nicht zu kurz kommen. Vor allem, wenn man das eh so schön hier alles modelliert ist, dann machen wir das doch auch. So. Ja, zu Bonustafeln und so weiter und so fort, die werde ich natürlich immer mitnehmen, sofern ich welche sehe oder finde. Ja, also da werden wir auch mal ein bisschen abseits der Strecke manchmal sein. Ich werde jetzt hier nicht durchrushen wie ein Irrer, sondern ich möchte das Ganze ein bisschen auch genießen. Und ich denke mal, das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Ui! Alter, das macht so Laune. Und fährt sich so gut. So gut. Ja, und wir haben schon einige Straßen abgespulert. Ja, Musik ist auf jeden Fall wieder top. Da kann man nichts sagen. Sehr geil. Horizon Festival. Byron Ray, this is your festival. Juhu. Ja, das ist ein was sind denn mein Festival? Ich bin der Boss. Ich habe ja das Sagen. Aber ist okay, wenn andere hier die meiste Organisation eigentlich übernehmen. Muss man ja schon sagen, damit ich hier die ganze Zeit rumfahren kann. Und wir fahren aufs Gelände. Aufs Festivalgelände. Sehr, sehr cool. Ja, und wir dürfen es erweitern. Dann fahren wir doch da mal hin. Erweitern. Dann machen wir das doch mal. Da bin ich ja jetzt gespannt. Kriegen auch schon Erfolg dafür. Sie sind der Boss. Ja, ich weiß. Ja, da sind das Bauteam ist auch schon da. Oh. Byron Bay, dann Australien. Und dann? Eigentlich könnten wir auch in Australien bleiben. Hier gefällt es mir viel zu gut. Ja, ja, jetzt machen wir mal ab, ne? Die ganze Welt wollen wir. Willkommen zur Automesse. Ja, willst du noch was sagen? Fortsetzen. Du schlägst dich wirklich gut, Boss. Kira meinte, dass ich dir für die nächsten Rennen ein neues Auto geben soll. Sieh dir die mal an und sag mir, welches dich davon anlacht. Gut, SUV auf jeden Fall.
Wir haben einmal den BMW X6M, ja, zum ersten Mal im Horizon-Franchise dabei. Da kam nämlich erst in Motorsport zum ersten Mal rein. Sehr cool. Dann haben wir noch den Jeep Grand Cherokee SRT, auch cooles Fahrzeug. Und dann natürlich der Lamborghini Urus. Der Name namensgebend vom Aura bzw. Urus-Ochse kam. Ja, eigentlich ein Ochse, kein Stier, aber ist egal. Und dann haben wir noch einmal den Land Rover Range Rover Supercharged. Und ja, es ist. Der ist schon geil. Aber wir haben schon BMW. Wir müssen jetzt nicht auf BMW fahren. Und ich finde den Urus einfach so unglaublich geil. Und deswegen nehme ich auf jeden Fall den Urus. Außerdem ist er, glaube ich, sowieso der stärkste von denen, oder? Ja, klar. Das Urus ist. Der war im zweiten Teil schon der absolute Killer. Ja? Deswegen nehmen wir den auf jeden Fall. Den Urus. Man hört ja oft, dass es beim Horizon nur um Musik und Autos geht. Aber weißt du was? Die Lackierer sind Weltklasse. Die Arbeiten von denen sollten in Galerien ausgestellt werden. Hier kannst du die Lackierungen von ihnen ansehen und dir eine für dein Auto aussuchen. Ah, ein paar coole dabei auf jeden Fall. Vor allem das hier. Oh Mann, was da alles gibt. Boah, das ist ja krass. Alter Latz. Soll manche hinzaubern, ey. Ja, ich kann ja mal suchen. Mal. Gibt es eigentlich eine Sortierfunktion? Ja, das hat mich nämlich so vermisst im. Nee, es gibt wieder keine Sortierfunktion. Das finde ich echt furchtbar, muss ich echt sagen. Dass es keine Sortierfunktion gibt. Das müssen die doch einführen, Mensch. Das war nämlich sehr gut im Motorsport, dass es eine Sortierfunktion gibt, dass man direkt nach den coolen Design suchen konnte. Aber ich nehme mal eine Standardfarbe, ja. Und zwar die hier. Die Standardfarbe, die ist einfach top. Guck mal, wie gut es aussieht, ey. Nehmen wir so, wie er ist. Gratis. Ja. Gratis Fahrzeug nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Das sage ich nicht nein. Sage ich definitiv nicht nein. So ein Urus einmal mal hier einpacken. Aber wir sind auch der Boss. Ja. Dürfen wir nie vergessen. Wir sind der Boss. Oh, okay, yeah. Das ist also dein neues Auto. Du kannst einfach hier warten und seine Schönheit bestaunen. Oder mir einfach Bescheid sagen, wenn du was daran ändern willst. Wenn du fertig bist, fahr damit einfach raus zum Festival. Ja, da haben wir den Forza Vista-Modus auch hier. Endlich, wie geil ist das? Kann man die Art Kofferraum aufmachen? Oh, Platz haben wir. Guck mal, ja, selbst hinten so kranke Sportsitze, schaut euch das mal an. Dann sind wir mal hinten rein. Ja, müssen das ja mal begutachten. Guck mal, kann sogar hier direkt zum Lenkrad vorgucken. Geil, ey. Den feiere ich schon so ein bisschen, muss ich sagen, den Urus. Das ist schon damn sexy SUV. Ja. So hochgeradener Sportwagen wäre es eigentlich nicht, weil so windschneidig wie der ist. Und guckt euch mal das. Guck mal auch das Lenkrad an, ey. Wie geil ist das denn? Der hat sogar eine Hupe. Ja, die können wir ändern danach. Komm, wir hören mal rein. Starten wir das Ding mal. Alter. Ja, da haben wir uns nicht schlecht entschieden, würde ich sagen. Gut. Können wir vorne mal reingucken? Vorne ins Herzstück. Nein, der will uns nicht. Ins Herzstück dürfen wir nicht gucken. Schade. Hätte ich gerne mal angeguckt. Gut, wir gehen mal eins zurück. Und das ist die Werkstatt. Hier kannst du dein Auto lackieren oder verbessern. Oder mich einfach nur besuchen. Okay, ja, da können wir hier ein bisschen. Seht auch oben Automesse, Fuhrpark, Aktionshaus. Wir haben jetzt nur den Fuhrpark. Können wir jetzt auch meine Autos angucken. Da haben wir jetzt den BMW und eben den Urus. Und da können wir jetzt Nummernschilder ändern. Das haben wir ja schon gemacht. Ja, hier Raypix H. Das lassen wir auch so. Dann die Hupen. Guck mal, was für Hupen es gibt. Standardhupe. Ich habe eine Lieferung Spezialhupen erhalten. Du willst bestimmt eine davon. Na los. Es gibt Standardhupen, Musikhupen und Soundeffekte. Aha. Und es gibt einen Hupenbeschleuniger. Was ist ein Hupenbeschleuniger? Will ich gar nicht wissen. So, Standardhupe ist. Okay. Der ist ja geil. Wie so ein Schiffshorn, so ein LKW. Eine Halo Warthog-Hupe. Das ist ja cool. So, Musik haben wir noch. Also, es ist gesperrt. Ah, der Hochzeitsmarsch. La
Cucaracha, wie geil. Wow, Halo-Titelmusik vollständig ist ja mega geil. Aber leider noch gesperrt. Schade, ey, wow, das ist ja geil. Oh, guck mal, Tonleiter, Do, tief. Ey, da kann man ja richtig geile... Oh, da kommt mir jetzt gerade so eine geile Multiplayer-Idee. Das kann ich euch jetzt auch schon mal verraten. Jeder nimmt so eine andere Tonleiter-Ding und da können wir ein richtiges Musikstück aufführen. Wie geil ist denn das bitte? Wie geil! Soundeffekte gibt es auch noch, aber die sind alle gesperrt leider. Ja, sind alle noch gesperrt. Die müssen wir erst freischalten scheinbar. Gut, ja, was nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen das Dinghorn. Finde ich geil. Also lag... Das ist halt so, das nimmt eh jeder. Ist auch geil, aber ja, ich will ja nicht machen, was jeder macht, ja. Was ist denn das Schiffshorn? Oder LKW? Das ist geil, das nehme ich. Zack, montiert. Ja, ja, Designslackierung brauchen wir nicht. Straßensicherung haben wir nicht. Tuning können wir. Meine Autos Upgrade. So, können wir mal kurz reingucken. Karosserie können wir nichts. Upgrade laden. Automatisches Upgrade. Upgrade laden. Was laden? Also, die sind gespeichert. Wir zeichnen sämtliche Umbauten auf. Du kannst dir also deine älteren Setups immer anschauen. Oder, falls du deine Befugnisse als Festivalboss ausnutzen willst, kannst du dir auch ein Setup von jemandem borgen. Ich halte dich nicht ab. Okay, ja, wir können auch meine Tunings, habe ich nichts. Wir können aus dem sechsten Teil, Forza Motorsport 6, habe ich nichts. Horizon, habe ich da was? Würde mich mal interessieren, ob ich da. Tatsächlich, da hatte ich was. Urus X. Ja. Der Auer, genau den Auer, den habe ich ja mal aufgebaut. Ja, seht ihr mal, die Dateien sind auch da. Forza Motorsport 5 könnte man auch noch importieren. Ja, cool, wir gucken aber mal selber mal kurz rein, was man denn so machen könnte. Ja, das brauche ich alles nicht. Und ja, neu gibt es jetzt auch so einen Einkaufskorb. Also wir können jetzt schon so ein bisschen. Sachen erstmal gucken, was es kostet. Hier und dann kümmern wir uns um die schweren Sachen. Motorentausch und Twin-Turbos und so. Ja, nee. Body-Kits zum Nachrüsten? Heutzutage muss immer alles breiter und tiefer gelegt sein. Ja, das ist richtig. Nee, auf jeden Fall können wir hier erstmal im Warenkorb alles legen und dann können wir gucken, was es kostet. Und dann können wir uns immer noch entscheiden, machen wir es oder machen wir es eben nicht. Auch Antrieb können wir wechseln. Ja, Heckantrieb nehmen wir aber nicht. Ja, sehr cool. Das können wir optisch. Da können wir wahrscheinlich nur wieder diese Forza. Hier kümmern wir uns um die Karosserie. Ja, ist mir schon klar. Sieht ja Banane aus. Also. Ja, falls dein Auto neue Schlappen braucht, können wir uns hier darum kümmern. Ja, es gibt jetzt schon bereits, ist auch sehr cool, bereits schon fertig gespielt, die ganze Rallye-Sache. Also gehen wir mal davon aus, es wird kein Rallye-DLC geben oder Offroad-DLC. Wird wohl irgendwas anders kommen. Oder Expansion-Pack, besser gesagt. Der Reifen können wir breiter und so weiter machen. Das ist schon cool, also... Tiefer können wir legen. Wir das Handling anpassen und verbessern. Oder höher. Ja. Also tuning-technisch sind wir hier voll ausgestattet. Das können wir schon mal so festhalten. Und motortechnisch alles möglich. Wenn du schon willst, bist du hier goldrichtig. Ja, sehr cool. Aber ich mache jetzt erstmal nichts. Tuning werden wir uns noch genug angucken. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei dem Fahrzeug, lassen mal, wie es ist. Und ja, ich würde sagen, wir fahren dann auch mal mit unserem Urus. Und den M4 holen wir uns dann nochmal später ab. Und ich denke mal, den M4, da können wir schon was Geiles draus tunen. Auf jeden Fall. Ne? So. Ich weiß, dass die Farbe bei der Erweiterung von Byron Bay noch nicht einmal trocken ist. Aber wir könnten das Horizon mit einer zweiten Festival-Location wirklich noch mehr Fans präsentieren. Unsere Scouts haben ein paar interessante Sonderziele ausgemacht. Ich habe sie deiner Karte hinzugefügt. Lege eine Route zu einem der Ziele fest. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Unentdeckter PR-Stand. Oh, guck mal, das böse Teil an. Das ist so geil. Ja, da haben wir das erweiterte Gelände schon. Ich bin gespannt, wie viele Stufen es gibt. Gibt es nur zwei, eins und zwei, oder gibt es auch mehrere Stufen? Das würde mich mehr interessieren, weil da ist ja schon noch ein bisschen Platz hier rechts, oder? Oder ist da eine Klippe? Das könnte halt natürlich auch sein. Dann ist da vielleicht nicht so viel Platz. Der Sound ist aber schon sexy. So geil. Jo. Hey Horizon, hier ist Amy auf Haus. Jo. Ich streiche gerade immer mehr Punkte von meiner Löffelliste. Nach Australien kommen, den Sommer erleben, ein Känguru treffen.
habe ich übrigens neulich wirklich geschafft. Es war klasse. Aber vergesst nicht, in puncto Autos abzuarbeiten, wenn ihr schon mal hier seid. Einen besseren Zeitpunkt wird es euch nicht geben. Und die Herausforderungen warten auf euch. Und wenn die nur halb so cool sind wie mein Tempo, ist es das wert. Glaubt mir. Ja, sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, wir machen die erste Löffelliste oder damals nannte man die Fahrspaßliste. Allerdings die korrekte Übersetzung heißt tatsächlich Löffelliste. Ja, das hat damit zu tun, den Löffel abgeben. Bevor man stirbt, ja, dann ist es so eine Liste, die man unbedingt machen will. Anscheinend liegen wir schon im Sterben. Das ist ein bisschen früh, finde ich, aber anscheinend ist es halt so. Ja. Im Englischen heißt es halt Bucketlist oder bekannt aus Kick the Bucket. Ja. So, gut. Dann würde ich sagen, starten wir das Ganze. Und dieses Event kennen wir auch schon aus der Demo. Mit der Horizon-Löffelliste hauen wir so richtig auf den Putz. Stell dir vor, es sei dein letzter Tag auf Erden. Welches Auto würdest du fahren? Welche Rennen? Und dann steig in dein Auto und tu es einfach. Nichts zu danken. Ja, genau das sagt sie ja auch, was ich gerade gesagt habe. Und ich würde sagen, wir fahren aber mal voll querfeld ein. Und hauen raus. Ja, was ich sagen wollte, ist, das ist auch das, was wir in der Demo schon gesehen haben. Und ab dann ist, glaube ich, alles neu. Ja, ab dann haben wir quasi das, was die Demo uns schon gezeigt hat, abgespult. Und dann ist es wirklich ein neues Erlebnis. Und da freue ich mich auch drauf. Dann ist es wirklich blind, ja, im vollen Ganzen. So, gehen wir erstmal ein bisschen in den Vorgarten vernichten. So, wo müssen wir denn lang davor? Ui! Alter, da kann man ein geiles Foto machen. Ne? Fotomodus natürlich auch wieder am Start. Geil hier. Mit den Bergen im Hintergrund. Yo! So, dann müssen wir hier noch ein paar Effekte machen. Verschlusszeit können wir ein bisschen hoch, Fokus ein bisschen runter. Blende ein bisschen hoch. Oh, find ich nicht schlecht so. Upsala. Yay! So, ja, spare ich mal gleich mal ab. Fotoschießen. Kriegen wir bestimmt einen Erfolg dafür, oder? In den letzten Teilen war das immer so. Wasserzeichenposition ändern. Ja, können wir da hoch machen. Speichern. Speichern. Forza. Ja, das benenne ich jetzt nicht. Einfach Forza. Ja. Teilen. Dam, 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 dam. Ja, manchmal kriegen wir. Also, früher hat man immer Erfolg dafür bekommen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch kriegen. Scheinbar nicht. Schade. Okay, dann nicht. Wir fahren weiter. Ja. Bam. Autsch. So. Ja, das ist. Was natürlich wirklich geil ist, muss man wirklich sagen, beim neuen Teil ist, dass jeder Baum nicht zerstörbar ist. dass wirklich die Offroad-Fahrzeuge sich auch wirklich richtig geil im Gelände fahren. Also man merkt ja richtig, wie die Federung arbeitet. Man sieht es nicht nur, sondern man spürt es auch am Controller. Also die haben die Fahreigenschaften echt nochmal, gerade was Offroad-Fahren angeht, nochmal richtig bearbeitet. Das ist schon richtig, richtig cool. Und macht hier auf jeden Fall richtig, richtig Laune. So. So, weichen wir mal den Verkehr ein bisschen aus. So, fahren wir mal ein bisschen hier auf den Weg. Oh, ja, auf dem Weg fahren ist gut. Ich fahre erstmal neben raus. Aber kein Problem. Wir können auch durch den Regenwald fahren. Und weichen elegant jedem Baum aus, ja. Oder holzen ihn einfach ab. So. Ui. Oh, das geht schief. Oder auch nicht. Okay, ein bisschen Bruchlandung war mit dabei. Aber nur ein bisschen. So. Ja. Und da haben wir es geschafft. Ja. Fantastisch. Löffellistenveranstaltungen wirken wahre Wunder für unsere PR- und Fanzahlen. Und bestimmt auch für die Seele.
Ja, bestimmt. Auf jeden Fall kriegen wir ein bisschen Credits, schadet nicht. Kurz vor der 100.000 stehen wir. Kriegen ein bisschen Erfahrung, das schadet auch nicht. Und wir kriegen Fans. Sehr cool. Abgeschlossene Fanrennen 2 von 63. Es gibt nur 63 Fanrennen, okay. Aber da gibt es noch genug andere Rennen, ja, muss man ja sagen. So, da stehen wir wieder. Ich bereite gerade weitere Löffellisten-Herausforderungen für dich vor. Ich glaube, das Team mag diese Dinger noch viel mehr als du. Gut. Hallo, Boss. Von diesem Fahrer habe ich schon viel Gutes gehört. Wir sollten versuchen, ihn für unsere Aufstellung zu verpflichten. Ja. Es ist aber weg hier. Wo ist er denn? Achso, hier. Kann ich gucken. Okay. Wen sollen wir denn suchen? Gehen wir mal da rein. Gucken wir mal, ob wir den finden. Ich weiß nicht, wen wir finden müssen, aber wir werden es rausfinden, was wir finden müssen. Der Sound ist schon geil, oder? Oh, finde ich schon geil. Ja, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ist egal. Ich glaube, es wird trotzdem markiert. Gucken wir einfach mal. Jetzt fahren wir mal da entlang. Müssen ja auch noch ein bisschen Straßen sammeln hier. Oh, sorry. Ja, leg dich nicht mit mal Oberochsen an hier. Ja, das Gebiet ist nicht so groß hier gerade. Aber es ist cool, so ein bisschen so Strandort, so. Aber ich glaube, wir sind raus aus dem Gebiet. Ach egal, wir fahren trotzdem mal hier weiter. Einfach mal die Straßen hier voll machen. Ja, man merkt, dass das Ding ordentlich Gewicht hat. Ja, der Linksverkehr, wie gesagt, das ist eine Gewöhnungssache. Da mache ich mir mal echt keine Gedanken. Ja, machen wir ein bisschen langsamer, oder? Der wird doch bestimmt auch irgendwann einfach vorbeifahren. Aber hier gibt es noch so einen Schleichweg. Oh, das war zu früh. Ich bin gerade gemütlich über unser Festivalgelände in Byron Bay geschlendert und ich kann euch sagen, es ist großartig. Ja. Wir haben die Hauptbühne ausgebaut, euch viel mehr Platz zum Entspannen gegeben und am neuen Essensstand gibt's Tacos mit Meeresfrüchten. Was? Die sind einfach. Oh. Ich hol mir noch einen. Jetzt krieg ich Hunger. Jetzt will ich auch Tacos mit Meeresfrüchte haben. So, das ist er nicht. Ich weiß auch nicht, wie er heißt, ja. Wir suchen hier erstmal ein bisschen. Der Sound ist schon geil, oder? Wie der röhrt. Boah. Da ist er. Der Memphis. Yo, komm. Dann versuchen wir den doch auch mal zu snacken. Ja, wir können natürlich die Leute hier irgendwann auch wieder rauswerfen und neue suchen und so weiter und so fort. Aber jetzt am Anfang müssen wir erstmal unsere Crew vollkriegen. So. Das sind alles Frauen, ja. Wir stellen nur Frauen ein, merkt ihr? Obwohl er eigentlich ein E, also der Memphis ein R ist, ne? Grüße an dieser Stelle auch, muss ich ja sagen. Boah, ja, zieht er aber was raus. Eigentlich hätten wir abkürzen können, oder? Also wir müssen uns ja nicht hier an die Straßending halten. Boah, das ist ein bisschen so eine Sache hier. Hey! Hier durch die Baumallee hier, müssen aufpassen. So, ich fahre jetzt aber hier den direkten Weg. Yeah. Ja, dann haben wir unseren nächsten Fahrer eingestellt. Oder stellen den gleich ein. Den Memphis, der bringt noch ein bisschen was mit. Fahrer Nummer 2 hat soeben den Vertrag unterschrieben. Juhu. Sehr schön. Oh, Byron Bay an sich. Dann gucken wir uns das doch mal an. Das ist Cape Byron, der östlichste Landfleck Australiens. Von hier aus könntest du Neuseeland winken, wenn du magst. Neuseeland! Echt? Sieht man Neuseeland von hier? Hm, ich glaube nicht. Aber wir können da den Steg entlang fahren. Das machen wir jetzt.
jetzt auch. Oh, ja, das ist der falsche Steg. Er ist nicht für uns, aber der ist für uns. Ach komm. Ich zerstöre gern alles. Geht ja auf meine Rechnung. XP-Schild. Also ich sehe jetzt zwar, ich sehe da vorne eher so einen Sturm aufkommen, aber ich sehe nicht Neuseeland, aber ist ja auch egal. Ja, sehr cool. Ja gut, Leute. Das war's dann auch schon wieder mit der zweiten Folge. Das geht ja rasant hier vorbei, aber seid nicht traurig, denn auch die dritte Folge dürfte nicht so weit sein. Oh, es fängt auch noch an zu regnen. Ist besser, dass wir jetzt hier Pause machen. Ja, wie gesagt, auch die dritte Folge sollte heute noch erscheinen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn auch du wieder mit dabei bist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sehen und hören wir uns doch hoffentlich in der dritten Folge am heutigen Tage wieder. Und ja, ich bin raus. Ciao!